Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Riot Games Fight Air 93 Tour im letzten Teil. Puh, ich habe mich jetzt wieder davon erholt, von dem Ultimate-Angriff vom lieben John Stratford, der hier seinen Helm hier zucken wie eine tödliche Waffe hier vor sich schmeißt. Und jetzt habe ich mit allen Charakteren die Stage 1 abgeschlossen. Das heißt, jetzt... Moment, ich wollte nicht so gehen, werde ich Stage 2 machen. Wenn ich genug Punkte gesammelt habe, werde ich mit Stage 3 kaufen und auch neue Charaktere und ja, dann werden wir weitersehen. Also, John Stratford, der Shakespeare hier, was du mit deinem Helm kannst, ne? Der Brückenfahrt, du bist der Bauarbeiter, du bist hier in deinem Element. Füll mir mal eine Pause für mich, der kriegt den Helm drauf. Autsch. Okay, aufladen und swing! Zwing! Das ist so dermaßen stark. Ernsthaft. Zwing! Und dabei kann er halt auch noch seine anderen Angriffe einsetzen. Hä? Er kann auch noch seinen primären Angriff einsetzen. Das ist so stark. So stark. Okay. Autsch. Okay, da bin ich voll reingelaufen. Gut. Aber ich hatte ja vorher gespeichert. Okay, probieren wir das nochmal. Der sieht schon so aus. Der hat diesen Blick. Nein, ich will da nicht rein. Bitte, ich will einfach nur nach Hause und mir die Beine hochlegen und mein Abendessen genießen, okay? Ich möchte niemanden töten. Aber du zwingst mich dazu. Hey ho, ha ho, hey ho, hey ho, wir singen und sind froh. Hey ho, treffe ich euch? Ja, doch. Ja, meine Lieben. Aus was für Material ist das bitte gebaut? Hä? Autsch. Hä? Echt, was mache ich hier für Seitenschritte? Mache ich ja Geheimkommandos oder was? Mit dem wäre cool, wenn die sozusagen alle in die Mitte gezogen werden. Versteht ihr, dass man dann die einfacher angreifen kann? Jep. Zack. Alter, mit dem Helm Kampf hier erledigt. Das ist hier voll die Bohne. Zack. Bitte, was? Okay, ein Feuerball macht mich gleich fertig. Macht Sinn. Ist verständlich. Ich sollte wahrscheinlich immer von der Seite einfach reinlaufen. Ich will es wissen, weil ich bin mir nicht sicher, ob die je nach Stage was anderes sagen. Ich wollte das nicht, nein. Oder ob das halt nur am Ende ist. Gut, dann mach ich das nochmal schnell. Das ist ja schnell gemacht hier. Tschö. Hey ho, hey ho, it's after work we go. Hey ho, hey ho. Sieht seine Frisur wirklich so aus? Schnieke, schnieke. Jo! Das ist einfach nur... Also da kann man wirklich sagen, das ist overpowered. Wer mich sauer macht, kriegt Probleme. Ja, tue ich, ne? Macht nicht den Johnny wütend. Wie viel habe ich jetzt? Wahrscheinlich nur 50, oder? Weil ich habe ja nicht... Doch, 100 müsste ich haben. 100, genau. 200 in... Das habe ich hier gesehen, das war, glaube ich, ein Anwesen aus Vamsor. Information, Asteria, Spezial 2... Ach, genau, es gibt ja noch andere Spezialfähigkeiten, natürlich. Stimmt ja. Oh. Hm. Der hat ein zweites Spezial. Und ich wechsle, glaube ich, wenn ich... Wie wechsle ich nochmal? Moment, da haben wir doch ein Handbuch, oder? Speichern. Tastenbelegung. Wo steht's? Powerwechsel mit W. Also die W-Taste drücken. Einfach nur mit W drücken. W wechseln. Und D, die T-Taste, D-Taste halten. Für Dash, das ist ja dann der Angriff. Also sein erstes Special ist es, da schmeißt er die Brechstange. Was ist sein zweites Special? Das
interessiert mich jetzt. Ist es doch eher sowas, wie ich es mir vorstellen könnte, mit Horrorerscheinungen oder so? Okay, ich muss erstmal dazu kommen, meinen Angriff zu laden. Okay. Ich habe ja, glaube ich, ausgewählt, oder? Davon rede ich doch! Davon rede ich doch hier, diese Horrorerscheinung. Sowas da, davon, da, davon rede ich. Man sieht diesen Jumpscare, wo man das Gesicht dieser Frau sieht, wo ich mir noch nicht sicher bin, wer das genau ist, ob das irgendwie die verstorbene Tochter ist oder so, aber man sieht es im Hintergrund. Ich bin mir zu 100% sicher, man sieht es. Moment. Ja, man sieht die im Hintergrund. Oh, das ist nice. That is so nice. Oh. Boah, das ist ein One-Hit-Kill. Da kriegt man sogar 100 Punkte, okay, okay. Das freut mich mehr als eigentlich sollte, oder? Neue Charakter verfügbar. Chaos, okay. Dadurch, dass man ihn da freischaltet, ist klar, dass die Stage wohl was mit Outrageous zu tun hat. Sein zweites Special ist natürlich umso besser für die dritte Stage mit den ganz vielen Feinden, weil das macht ja Flächenschaden. Ich feiere das gerade. Was soll ich da sagen? Mir gefällt's immer mehr und mehr. Ich meine, für sein erstes Special habe ich mir gedacht, kommt da sowas wie mit Haaren oder irgendwie dunklen Fähigkeiten? Nö, die Brechstange. Aber das zweite Special, das ist es, alles klar. Chaos, der Ritter. Der Verdammnis, jawohl. Der macht ja diesen Lanzenangriff, richtig? Mit dem Hotty Hüfert ist er ja auch dabei hier, gell? Hier kommt der Schmerz. Hier kommt der Pain Train. Okay, das sein Special war. Okay, das. Autsch. Du willst Schmerzen! Wie geht der Spruch, den ich gehört habe? You want clubbing time! You want the gloves off! Okay, come at, me, baby! Hat sie ihn nicht getroffen, oder was? Ja doch. Also ich glaube, die Ultra-Angriffe, die machen immer... Hupsasa. Das sind immer so One-Hit-KOs, oder? Bei denen. Habe ich euch erlaubt, Chaos zu stiften? Nein! Denn ich bin im Chaos. Mich kann man nicht stiften. Mich kann man nur mieten. Renten hier. 0185. Chaos, Chaos, Chaos. Ruf mich an. Ja. Okay. Ich muss es machen. Jetzt muss ich mir. Ich muss mir die anderen Specials auch kaufen. Das ist zu gut. Wie werden die wohl bei den. Vielleicht sind hier die. Vielleicht ist das zweite Special von Belmont ja besser. Vielleicht ist es sogar was mit dem Kreuz. Was eher mein Geschmack ist. Okay, was. Für wen haben wir es noch? Für Asteria das Special. Daikan Special 2. Timothy. Ah ne, für den habe ich es ja. Richter, Yoko, Dark, Obscura. Stella? Ah, Stella war die Succubus, genau. Johnny. Wie sieht denn das bei dem aus? Verena. Chaos. Dracula Special 2. Den Dracula habe ich noch nicht mal freigeschaltet. Den schaltet man wahrscheinlich beim Enden der dritten Stage frei, was ihr aus Wärme sollst. Da brauche ich 200 Punkte. Dann lasse ich das erstmal, weil wenn ich jetzt mir nochmal 100 Punkte hole... Dann kann ich mir die dritte Stage schonen und dann kriege ich vielleicht sogar 150 Punkte. Dann kann ich viel mehr und viel schneller farmen. Das ist halt wirklich meine Art Spiel. Crossover, verschiedene Charaktere in einem Spiel zusammen. Sie haben Fähigkeiten, die natürlich aus ihren
entsprechenden Spielen stammen und man kann immer wieder Sachen freischalten. Wenn dann auch sowas kommen wie Achievements, zum Beispiel triff so und so viele Gegner, töte so und so viele Gegner oder triff so viele Gegner auf einmal. Das sind auch so solche Achievements, wo ich sage, jawohl, die möchte ich freischalten. Und das kriegt man dadurch vielleicht neue Bilder von den Charakteren aus den jeweiligen Spielen, Konzeptarts, was weiß ich. Allgemein einfach Spiele, wo man mit dem Spielekonzept, was mir zusagt, wie hier zum Beispiel dieses Hack and Slay und halt und man hat kann halt viel freischalten. Das sind meine Art Spiele. Okay, ich habe für den Johnny das Special freigeschaltet. Kate Bate, genau. Da möchte ich jetzt mal sehen, wie das aussieht. John Stratford, komm her, du! Also beim ersten Special schmeißt er seinen Helm. Was könnte das zweite sein? Was könnte das zweite sein? Get ready. Battle start. Okay, ich dashe gerade. Hüp. Hey, Abstand. Und? Was war das? War das ein Orkan aus Bürogegenständen? Das war ein Orkan aus Schrott. Verstehe. Multischaden hier. Nee. Verstehe. Uiuiui. Treffe ich ihn überhaupt? Okay, ich habe ihn getroffen. Gut. Das ist ein Schrotttornado. Das ist ein Schrotttornado, ja. Uiuiui. Vor. Autsch. Ein Treffer und hinüber bin ich. Na, dankeschön. Aber jetzt habe ich es gesehen. Da finde ich sein erstes Special besser. Moment. Basti? Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ich habe gerade... was genau war da gerade eben passiert? Du bist gerade, wenn du das jetzt siehst, genauso verwirrt wie ich. Also, ich bin gestorben, ja. Dann hieß es, fortsetzen. Und dann war ich im Speichermenü gewesen, hab gesagt, nö, ich will nicht speichern oder auswählen, sondern ich gehe zurück, wurde wieder gespawnt, ich war so gut wie unsichtbar, man hat vielleicht meine Umrisse gesehen, ich konnte angreifen und hab den Level doch noch beendet. Der Jovo schafft sie alle, der Jovo schafft sie alle, er findet sie die Backlücken. Hey, hey, hey! Ich bin der Exterminator, ich finde jeden kleinen Käfer. Hallo, du Backe, hab dich gefunden, jetzt nutze ich dich zu meinen Zwecken. Die Punkte habe ich bekommen, oder? Ich hab mir die Punkte verdient, das war jetzt nicht hier... Oder? Habe ich die Punkte? Ich habe die Punkte. Okay. Alles klar. Gut. Feine Sache, ne? Wie ich das immer wieder schaffe. Ich weiß nicht, könnte ich das wiederholen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das wiederholen kann, was ich da gemacht habe. Oder ich bin gestorben und dann war ich da in den Menüen anstatt... wie gesagt, anstatt was auszuwählen, bin ich einfach zurückgegangen und dann konnte ich weiterspielen. Gut, wisst ihr was, dann probiert jetzt nochmal. Also, ich probiere jetzt mit dem Timothy. Das ist ja seine Stage. Hier, den Puppenraum. Und mit seinem zweiten Special sollte das eigentlich kein Problem sein mit den ganzen Gegnern. Und dem Flächenschaden. Wo bin ich? Oh, okay. Ich bin komplett unsichtbar.
Ja. Ich bin komplett unsichtbar. Es ist wirklich immens guter Flächenschaden. Ja. Ich sehe meine Umrisse, ja? Ich sehe meine Umrisse. Und ich sehe halt auch meine Angriffe, aber ich sehe mich kaum selber. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gut ist. Oh, kann man das beheben? Weil ich möchte mich eigentlich schon gerne sehen. Hier ist eine Puppe übrig. Gebiet gesichert. Und ich bin unsichtbar. Die Scheiße einfach schon wieder los und ich kriege 150 Punkte. Da habe ich mir neue Charakter verfügbar. Elizabeth. Die Hexe. Und das war jetzt nicht nur mit dem Johnny, sondern das war jetzt auch mit dem Timothy. Das ist interessant. Wo kann ich jetzt zwischen der... Wo kann ich die jetzt freischalten? Wo kann ich da wechseln? Verena? Nö. Da kann. Hier? Wie kriege ich die Elizabeth? Wie kann ich mit der... Moment. Ah. Die weiblichen Charaktere sind alle bei der. Okay. Elizabeth, die Hexe aus Haunted Horror. Hihi. Aber die ist unsichtbar, oder? Ja. Wie greift die an? Oh, mit Magieringen. Die verleihen die schon Putteringen und it. Und ihr Special-Angriff. Oh, es sind Spinnen. Sie beschwört Spinnchen. Spinni, Spinni, Spinni. Die ist auch sieben. Aber dennoch. Ich finde es schade, dass man sich nicht sieht. Man hat sich zwar im Spiel selber gesehen, aber halt nur so teilweise. Weil man vorher wegrennt ist, weil ansonsten wäre man gestorben. Es war einmal eine Hexe und euer Ende. Oh, passend, ne? Also ich habe jetzt nicht gespeichert. Moment, für wen hatte ich mir nochmal das zweite Special gekauft? Ich weiß es gerade nicht. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen hier. Bin ich blöd, dass ich da jetzt nicht, dass ich jetzt nichts sehe. Ich sehe gar Charaktere nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt was bewirkt, wenn ich jetzt das Spiel schließe und wieder reingehe oder ob das jetzt im Spielstand drin ist. Was hatte ich freigeschaltet? Timothy Special frei. Hatte ich. Nicht das Special frei? Nö. Dark Special 2. Obscura, bop. Johnny Special 2. Genau, das war jetzt mit Mülltornado. Okay. Moment, kann ich mir die nächste Stage kaufen? Die kostet, glaube ich, 250, oder? 350, okay. Und da schaltet man wahrscheinlich den Dracula frei. Ei. Was mache ich? Wenn ich jetzt einen früheren Spielstand lade... Was ist der Jüngste? Da. Ich müsste alles nochmal spielen, aber die Frage ist, sind die Charaktere da wieder sichtbar? Testen wir mal das aus, hä? Ich meine, es ist ja die... Alpha? Ist eine Alpha-Version, oder? Wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja, ich glaube schon, ja, klar. John Stratford, okay. Schauen wir mal, ob der jetzt immer noch... unsichtbar ist, ob das jetzt was mit dem Spielstand zu tun hat oder mit dem Spiel selber. Oh doch, ich bin wieder sichtbar. Alles klar, ich sehe den Johnny, den sexy Johnny. Gut, sein zweites Special habe ich noch nicht. Gut, 8 Minuten habe ich jetzt hinüber, aber jetzt habe ich zumindest, weiß ich zumindest, diesen Bug sollte ich. Ich sollte das nicht ausnutzen. Beziehungsweise sollte ich aufpassen, was ich drücke, damit ich hier nämlich nicht wieder unsichtbar wäre. I'm the Invisible Man. Ist Song of Queens hier? Nimm den Hut. Nimm den Helm. Hä? Ein Helm soll schützen. Aber dieser hier, der bricht die Köpfe, anstatt dass er sie schützt. Und wieder aufgefangen. Kutschuk. Ich hab die Monster, ich hab das verdient. Haha.
Am besten die beiden anderen Spielstände gleich überschreiben, damit es nicht nochmal passieren kann. Ne? Ne? Daikin. Hatte ich mit dem die zweite Stufe schon gemacht? Nee, habe ich noch nicht, weil ich habe ja Chaos noch nicht freigeschaltet. Dann mache ich das noch, okay? Und dann haben wir wieder was gelernt. Man soll hier mit aus großer Kraft Erfolg große Verantwortung. Man sollte also aufpassen, was man drückt und wie man es nutzt. Autsch. Die sind wirklich gut zu zweit. Also, okay. Genau, weich zurück. Sonst werdet ihr die Wurst vom Butterbrot. Es macht Sinn, wenn ihr drüber nachdenkt. Ein Brot mit Butter. Manchmal ein bisschen Fahrer und dann kommt noch die Wurst dazu. Potenbrust. Ist weniger Fett dran. Okay, jetzt kommt die zweite Welle. Und die FPS sind auch schon wieder außer Haus. What should we? Einfach beim Vorbeigehen hier. Schnecke, Schnacke, Schnecke, Schnacke. Heute gibt's geschnetzeltes. Autsch! Hier seid ihr mir ein bisschen zu fies. So. Okay, okay. Und jetzt aufpassen. Aufpassen. Ja. Ist klar. Ich habe die falsche Richtung gezielt. Ausweichen. Puh, das war knapp. Ausweichen, schnell. Puh. Hat er mich erwischt? Habe ich ihn erwischt? Ich weiß es nicht. Alter, das hält viel aus. Ich bin tot. Okay. Und jetzt fortsetzen. Gut. Hier speichern. Nee, Moment. Ich habe den Spielstand ausgewählt. Oder? Ja, ich habe den Spielstand ausgewählt. Bin ich der Bad. Aber den ersten und zweiten, das war jetzt normal. Hier müsste ich jetzt wahrscheinlich wieder unsichtbar sein, oder? Ja, hier bin ich wieder unsichtbar. Okay. Exit. Gut, meine Damen und Herren, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und nächstes Mal muss ich darauf achten, dass ich den dritten Spielstand auch überschreibe, dass ich dann nicht mal den Zustand habe, wo ich unsichtbar bin, aber hey, dafür mache ich solche Let's Plays, hä? Besonders jetzt halt allgemein, besonders jetzt bei den Well Games, dass ich halt solche Fehler finde und den Basti darauf aufmerksam machen kann, aber hey, hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sowas möglich ist, dass ich mit meinen Künsten, mit meinen Fähigkeiten wieder hier sowas hier ans Tageslicht bringe, so ein kleines Schlupfloch, hm? Ansonsten bin ich froh, dass ich weitergespielt habe, weil ich dachte mir, zunächst nach den ersten beiden Folgen, ist ja eine. Nee, das ist auch eine Beta-Version. Nee, Knight in Conquest ist Alpha. Das ist Beta. Jetzt habe ich es richtig im Kopf. Dass es eine Beta-Version ist, aber da gibt es ja noch so viel, was ich entdecken kann. Und simpel das zweite Special vom Timmy, wir hat mich schon wieder so, ich muss weiterspielen, ich muss sehen, was da noch kommt. Ich möchte auch noch die anderen Specials sehen. Es gibt so viel zu entdecken und es macht einfach Laune für zwischendurch. Es ist nicht viel, es macht einfach Laune. Darauf kommt es auch mal beim Spielen. Einfach, dass es Laune macht. Und wenn es Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Well Games weiter. Bis dann, ihr dran und sich Dovo. I love the Nathaniel. Tschüss. And goodbye.